Herzlich willkommen! Schön, dass du da draußen wieder dabei bist bei einer neuen Folge XCOM 2 War of the Chosen. Wir haben in der letzten Folge dem Hexer ordentlich aufs Maul gegeben und zwar so sehr, dass der einfach gesagt hat, jo Freunde, ich komme gar nicht erst wieder. Und er war so freundlich, uns auch noch seine Waffe dazulassen. Hallihallo Lilly! Und da wollte ich direkt mal gucken, ob wir die hier herstellen müssen erst oder nee, müssen wir nicht. Kann ich irgendwo mein Inventar ansehen? Jawohl, kann ich. Jetzt ist natürlich die Frage, wo seine Waffe ist. Unter H? Habe er relativ weit oben. Da H, Helix. Nee, Hexerwaffe nicht. Okay, gut. Ja, vielleicht müssen wir dann auch in der Soldatenauswahl dann einfach mal gucken, ob sie dabei ist. Animation, nee, das ist alles nicht. Ja. Oh, da ist es. Gut, wir haben es schon dabei. Da bin ich auf die Werte von dem Ding gespannt. Weil da hätte ich die da nicht sehen können. Warte mal. Wir müssen mal ganz kurz schauen. Inventar ansehen. So, ich habe schon wieder vergessen, wie das heißt. Scheiße. Doch, da ist es. Okay, ich dachte, man könnte hier Details anklicken, aber nein. Leider nicht. Okay, na gut. Dann erforschen wir immer noch die Vipernkönigin. Haben genug Soldaten zur Verfügung. Wir schauen uns mal die Karte an. So. Was sagt er nun, da der Hexer weg ist? Gar nichts. Das ist relativ ereignislos, muss ich sagen. Ja gut, dann stellen wir ein bisschen Kontakt her. Ist, denke ich, somit das Sinnigste, was ich gerade machen kann. Dann schiebe ich mal einen wieder hier in die... Ja, ich mach ja. Ja. Ich hab ja jetzt, ne? Ist gut jetzt. So, dann kann ich den auch noch hier vorne reinpacken. So, dann haben wir alle wirklich alle Ingenieure eingesetzt. Dann braucht Lydia auch nicht wieder rumkacken. Untätiges Personaltestbereich. Ja, da müssen wir mal ganz kurz reingucken. Haben wir denn irgendwas, was wir machen können? Oh, den War-Anzug würde ich ganz gerne herstellen. Ah, Plasmagranaten natürlich auch. Wir können ja nochmal experimentelle schwere Waffen, experimentelle Rüstung, experimentelle Granaten. Ich würde ganz gerne nochmal ein bisschen experimentelle Munition. Yes. Genau, das würde ich ganz gerne einmal machen. Und vielleicht auch einmal experimentelle Rüstung. So, wo wir gerade mal ein paar Kerne haben, können wir das ja mal probieren. Dann Gorilla Tactic. Sag mal her, was haben wir denn hier so? Das können wir uns gerade nicht leisten. Okay, gut. Hätte sich das auch geklärt. Wunderbar. Dann haben wir jetzt einige Kontakte, die wir herstellen wollen. Wissenschaftler bekommen wir da. Dauert nur 2 Tage. Könnten wir mal eben machen. 2 Tage ist ja zack, ganz easy schnell rum. So. Und die letzten beiden Missionen übrigens, also einmal in der letzten Folge, diese 15 Minuten Hexer-Mission und die Mission davor, die waren ja super schnell rum. Das war ja überhaupt gar kein... Also, wie gut war das denn bitte? Es ist tatsächlich faszinierend, mein Guter. Neues Forschungsprojekt. Trotz ausgiebiger Studien der Forschungsberichte von Dr. Wahlen muss ich mich immer noch fragen, wie sie ein so beeindruckendes Verständnis für die Prozesse erlangen konnte, die zur Bearbeitung und Manipulation des Alien-Genmaterials nötig sind. Ja, das war eine halbe Schlange, die gute Schlangenanzug. Ah, guck mal, Hexerwaffe, die müssen wir ja erst erforschen. Okay, alles klärchen. Dauert 4 Tage, können wir mal ganz kurz reinschieben. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Ja, und jetzt stellen wir mal einen Schlangenanzug her. Commander, ich lasse Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Das ist sehr lieb von dir, Lilly. Okay, gut, hätten wir das auch gemacht, kriegen wir noch einen Wissenschaftler dazu. Ah, Verteidigungsmatrix. Ja, Einrichtung ansehen, ja, warum nicht? Zeig mal her. Kenne ich noch gar nicht, das Gebäude. Hat 2 Advent-Türme drin und einen Radar. Krass. Okay, super. Und ein Poster von Putin. Warum Putin? Okay, na gut, dann haben wir jetzt hier auch eine Verteidigungsmatrix. Ist ja ganz reizend. Okay. Was ich ganz gerne machen würde, ist die Schattenkammer zu verbessern, damit wir da 2 Leute gleichzeitig machen können. Dafür brauchen wir aber ein paar Vorräte. Hier haben wir jetzt erstmal einen Wissenschaftler bekommen. Jetzt Kontakt herstellen. Wie wär's denn mit hier oben? Oder? Ja, warum nicht? Da können wir Kontakt herstellen. Da haben wir dann noch eine Schattenkammermission, so wie mir das aussieht, die wir dann theoretisch machen könnten. Mit einer Schattenkammer müssen wir auch mal weitermachen. Ah, also wenn wir hier Kontakt herstellen, danach können wir hier unten Kontakt herstellen. Und diese Mission, ja, die ist von der Schattenkammer hier unten. Geheime Einrichtung, Koordinaten, ja. Ah, hier haben wir sogar schon angefangen. Nach der letzten verdeckten Aktion Soldat verwundet, ja. Unsere Soldaten medizinisch behandelt werden. Doch nach ein paar Tagen Ruhe werden sie wieder einsatzbereit sein. Ja, wir haben überragenden Automatiklader bekommen. Das ist jetzt so nicht so super krass, aber naja.
Kameradschaft vorm... Tja, da können wir jetzt nicht so viele Leute reinstecken tatsächlich. Eventuell lassen wir das mal besser. Information, Einnahmehöhen, Kampfintelligenz verbessern. Hacken plus 3, das würde tatsächlich... Ja, dem guten Papa ganz gut stehen, aber der ist natürlich noch müde. Dann könnten wir ein paar Vorräte sammeln. Zielsicherheit plus 4. Da kenne ich auch einige, denen das gut sitzen würde, stehen würde, was auch immer. Aber ein Scharfschützen, auf jeden Fall. So, da können wir noch einen Soldaten mitschicken. Schicken wir doch unsere Boys mit. Aber warum nicht... Ja, warum nicht Avatar? Okay. Ingenieur. Risiko aufheben, Soldat verwundet. Du bist gerade bei den Energierelais, die werden sowieso... Die sind gerade sowieso nicht so richtig, also... Risiken, gar keine. Schön. 107 Vorräte, krass. Ja, gerne. Das ist sehr schön, auch wenn du dich jedes Mal wiederholst. So, 2-3 Tage haben wir, dann haben wir dir auch diesen Kontakt hier hergestellt. Oh, Stasisschild, Ausbildung fortsetzen. Ja, Granny rüstet auf jeden Fall ordentlich auf. Der Psi-Soldat ist immun gegen Feuer, Gift, Säure und Explosivschaden. Also, warum nicht? Granny rüstet weiter auf. Ich würde das hier gerne verbessern, aber 225 Vorräte sind gerade so müh zu viel. Nur so ein Müh. Haben wir nicht so ganz. So, jetzt aber Kontakt. So, diese Sequenz gucken wir uns jetzt zur Abwechslung mal wieder an. So, wunderschön. Kommt der Grafiker, der hier gemacht hat, oder der Animateur auch auf seine Kosten. Da kommt er rausgewatschelt. Freunde, jawohl, der Red Hat in der Wüste. Wunderbar, den sehen die Gegner nie. Okay, neue Einnahmen 32. Ja, und da können wir direkt weitermachen. Oder wir errichten hier ein Funkrelais, aber das kostet ein bisschen was. Wir stellen erstmal weiter Kontakt her. Ja, wir haben gerade die Information, da können wir das auch mal eben machen. Könnten wir auch eigentlich zum nächsten verdeckten Einsatz ein paar Informationen ranziehen, weil jetzt haben wir nur noch 26. Ist tatsächlich gar nicht mehr ganz so viel. So faszinierend wie ich, Commander. Disruptor-Gewehr ist nun verfügbar. Geil. Annehmen. Bau der Vierfachgeschütze. What the hell? Ja, also wenn du willst. Aber 5 Tage finde ich jetzt schon ein bisschen viel. Aber komm, dann mach halt. Das ist für die Verteidigung wahrscheinlich. Keine Ahnung, wofür das sinnvoll ist. Aber machen wir dann halt mal. So, Kontakt herstellen. 7 Tage, hui. Experimentelle Munition, Suchgeschosse. Diese spezielle Munition setzt auf hochmoderne, intelligente Geschosse, die nach dem Abfeuern detaillierte Zieldaten an den Schützen zurücksenden und seine Zielsicherheit so um 10 erhöhen. Okay, plus 10 Zielsicherheit finde ich jetzt nicht so krass tatsächlich, weil viele Soldaten haben jetzt schon einen Boni. Geil. Neue verdeckte Aktion zuweisen. So, wie gesagt, könnten wir jetzt ein paar Informationen holen. Das finde ich gerade ganz sinnvoll. Wen schicken wir denn da mal mit? Granny levelt hier einfach weiter nebenbei auf. Die gute Psi-Soldatin. Die leveln anscheinend auch echt nur bei dieser Ausbildung auf und sonst gar nicht. Interessant. Wir werden die auf jeden Fall oder sehr wahrscheinlich den nächsten Einsatz mal mitnehmen. Da bin ich gespannt, was so Psi-Soldaten drauf haben. Aber erstmal können die ja hier ordentlich durchleveln. Gut. Wen schicke ich denn da mal mit? Könnte ich, ja, die beiden Rekruten hier würde ich ganz gerne für Psi-Ausbildung nochmal da lassen. Das heißt, ich schicke einfach mal mich mit und ausweichen plus 6. Ich schicke nicht mich mit, ich schicke hier mich mit. Ausweichen plus 6 finde ich wunderbar für einen Pistolenscharfschützen, der sowieso an der Front will. So, da muss auch noch irgendeiner mit, da kann Andromedon mit. Gut, Wissenschaftler. Ja, warum eigentlich nicht? Okay. Wir haben gerade genug Wissenschaftler. Holoplaner. Haben wir das nicht schon? Schalter einen zusätzlichen Platz für X, um vor allem Widerstandsbefehle zuzuweisen. Ja. Ich meine, können wir machen. Wir können es gerade sowieso nichts anderes leisten. Wir könnten uns in der Gorilla-Taktik-Schule da was leisten, aber... Also verbessern wir einfach mal nochmal den Holoplaner. Gut, hätten wir das auch nochmal gemacht. Wunderbar. Dann können wir beim späteren Monat, der Monat ist jetzt auch bald wieder rum, oder? Ja, 26, er ist bald wieder rum. Dann können wir da wieder ein paar mehr Dinge annehmen. Jetzt ist er zum Beispiel rum. Ah, danke. Aber guck mal, das ist die einzig negative Aktivität. Ich weiß doch. Mensch, ich streichel dir über die Glatze, wenn wir uns sehen. Avatar-Fortschritt 1 ist das einzig negative, was passiert ist. Ja, und sonst? Fallrei, Tessura, Rip, Da'il, Valinor... Auch RIP und einer noch unbekannt. Tja, den werden wir auf jeden Fall bald sehen.
Ja, da decken wir mal nicht auf. Ja, hier sind ein paar düstere Ereignisse. Wird schon schief gehen. So, jetzt haben wir hier noch einen, den wir hier zuweisen können. Meine Fresse. Gut, was haben wir denn? EP. Um 10% erhöht. Finde ich immer noch sinnvoll. Finde ich auch noch sinnvoll. Finde ich auch noch sinnvoll. Finde ich unglaublich sinnvoll. Finde ich unglaublich sinnvoll. Das heißt, die hier bleiben alle drinne. Feinde lassen zusätzliche Beutegegenstände fallen. Darüber lässt sich streiten. Wir schauen mal hier so durch. Verdeckte Aktionen können nicht aus dem Hinterhalt angegriffen werden. Das ist nicht ganz so wichtig. Experimentelle Munition werden sofort fertiggestellt. Ist auch jetzt nicht so krass. Ja, das ist jetzt in Ordnung, Information. Was haben wir hier? Wenn ein Truppenmitglied stirbt, es stirbt niemals einer. Kameradschaft wachsen schneller. Das könnten wir mal machen. Die Erhöhung ist die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass sie verbluten. Ich glaube, das könnte mir eventuell den Arsch retten. Okay. Gut, weiter geht's. Ja, die Vorräte können wir gerade mal ganz kurz ignorieren, denn ich würde gerne hier Kontakt herstellen. Mal schauen, ob wir das noch hinkriegen, bevor die nächste Mission um die Ecke kommt. Unseres Durchbruchs sind ziemlich faszinierend. Ja, ein Durchbruch in unserer in unserem Fernsteuerungssystem wird die Kosten für die Verbesserung der Verteidigungsmatrix im Vierfachgeschütz um 50% reduzieren. Danke dafür. Ich würde ganz gerne die Plasmagewehre jetzt haben. Dauert zwar 12 Tage, aber ich will. Priorität machen. Okay, wir gucken mal ganz kurz in die Verteidigungsmatrix. Ist jetzt 50% billiger. 38 Vorräte. Können wir uns aber gerade trotzdem nicht leisten. Können wir aber für 38 Vorräte. Das ist ja nichts. Können wir mal ganz fix machen, sobald wir die Vorräte dafür haben. Oh, Psi-Ausbildung. Bollwerk. Gut. Seelenfeuer. Fügt organischen Feind garantierten Psi-Schaden zu. Ignoriert Deckung und... Ich denke, wir gehen einfach hier diesen Weg hier weiter, ne? Warum eigentlich nicht? Weil, warum eigentlich nicht? Ja. Ich habe keine Ahnung vom Psi-Soldaten, aber Granny macht das jetzt hier einfach mal. Gönn dir, Granny, gönn dir. So, jetzt würde ich hier ganz gerne einmal den Kontakt fertig herstellen. 2, 1, Aktion ist abgeschlossen. 45 Vorräte, nice. Und jetzt haben wir auch neue Widerstandsbefehle. Oh, befördert. Wir haben jetzt ein besseres Verständnis von der Vision der Ältesten und müssen neue Wege einschlagen, um ihre Pläne zu vereiteln. Okay, wunderbar. Ich würde mal hier, reduzieren wir einfach mal das Avatar-Projekt. Warnung, dieser Einsatz könnte von Auserwählten gestört werden. Soldat gefangen, niedrig. Ja, das können wir einfach mal probieren. So, wir schicken da jetzt wieder Andromedon hin und dann irgendein random... Guck mal, Andromedon und Avatar, die machen einfach hier diese Secret-Mission, machen die einfach durch. Gar kein Ding. Let's go. Ja, komm, gönn dir. Leute werden diese Aktion siegreich durchführen. Ja, okay, und uns Soldaten, guckt euch das mal an, das sieht gut aus. Das sieht echt gut aus. Und ich selber kriege erstmal einen knackigen Level ab. So, Konfrontation. Ja, bitte. Geile Scheiße, das. Okay. Pardon, mein... Warte mal. Hier hängt ein Auserwählter. What? Wo ist denn deine Assassine-Freundin? Die ist hier gar nicht, oder was? Hier hängt echt der Hexer in der Mitte. Wie krass ist das denn? Aber die andere nicht. Die ist hier nirgendwo, die wir schon gekillt haben. Das ist ja merkwürdig. Aber okay, na gut. Ich finde auch das gut, wie das hier oben einfach hängt. Alles klar, was kann schief gehen? Ein paar tote Gegner mitten in seinem Schiff zu lagern. Vor allem welche, die psionisch sehr, sehr krass sein können. Ich meine, es sind jetzt nur noch Köpfe, aber... Ah, ich weiß ja nicht. Und auch er hier ist dafür bekannt, immer mal wieder zum Leben zu erwecken. Oder erwacht zu werden. Also, ja... Okay, sollen die mal machen. Ist ja nicht mein Schiff. Also irgendwie schon, ich bin der Commander. Aber naja. So, jetzt hier aber Kontakt. Oder auch nicht. Erstmal muss das Avatar-Projekt hier natürlich... Ja, du wirst bald wieder reduziert, Kollege. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Ja. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Gar kein Ding. Ein Tag noch. Experimentelle Rüstung, Stasis-Weste. Diese verbesserte Nanoschuppenweste bietet dem Soldaten 2 zusätzliche Gesundheit und verfügt über einen eingebauten Medi-IV, das automatisch Verletzungen im Kampf heilt. Oh, wow. Das ist tatsächlich ziemlich gut. Wir haben den ersten Kontakt mit den Widerstandskämpfern in diesem Gebiet aufgenommen, Commander. Ja, geil. Sie zeigen uns den Weg in die Alienschmiede. Oh, die Alienschmiede. Ja, können wir bald machen. Aber erstmal holen wir uns hier die Vorräte. Das dauert nur einen Tag. Oh, das dauert mehrmals nur einen Tag. Wir haben eine ihrer Einrichtungen entdeckt. Okay, ja, Alien-Einrichtung fertiggestellt. Von mir aus. Aber erstmal haben wir hier ein paar Vorräte, die wir gerne nutzen würden. Jetzt ist die Frage. Ich schau mal ganz kurz im Testbereich nach. Moin, was wir denn so herstellen können. Das hier ist alles halt so, ja, meh. Die hier könnten wir verbessern, wir könnten aber auch den Spark verbessern.
Oh, Trupp verbessern. Oh, wir brauchen 300 Vorräte, Freunde. Oh, wir brauchen 300 Vorräte. Mm, 300 Vorräte. Warum ist diese Weste da nicht bei, die ich vorhin... warum ist die Weste da nicht bei? Weil die Höllengewebe ist dabei. Muss ich die woanders kaufen oder ist die jetzt automatisch schon dabei? Oder war das so eine automatische Verbesserung von der normalen Weste? Das wäre natürlich krass. Okay, 300 Vorräte, 20 Illyrium-Kristalle. Das wäre so unser Ziel. Das heißt, wir sollten tatsächlich vielleicht gerade mal eben zum Schwarzmarkt. Ich glaube, dann machen wir mal ganz kurz. Gehen wir mal kurz zum Schwarzmarkt. Schauen wir uns da mal um. Ich denke sowieso, dass jetzt gleich ein Einsatz kommen wird, wenn wir dort angekommen sind. Würde mich nicht überraschen. Und Gorilla hatten wir ja auch schon lange nicht mehr. Wie sieht's denn damit aus? Oh, nee. Gut, cool. Dann kaufen wir mal. So. Illyrium-Kristalle brauchen wir. Kaufen. Bestätigen. Nom nom nom. Wunderbar. Dann würde ich ganz gerne Vorräte kaufen. Die haben wir gerade, die Info. Das heißt, das kaufen wir jetzt auch einfach mal. Zack dich. Easy. Gar kein Problem. Wir hätten vielleicht die Kosten des Schwarzmarkts um 33% reduzieren sollen, mal den Befehlen. Aber ich dachte nicht, dass wir viel einkaufen müssen. Aber diese Rüstung, diese Truppverbesserung ist halt schon wichtig. Ich denke, da stimmt mir jeder zu. Die ist schon ziemlich wichtig. Deswegen machen wir das auch einfach mal. Spark. Das war knapp. Das war knapp. Aber ich hab's Gott sei Dank nochmal gelesen. Die hier wollen wir. Yes. Standard-Servo-Rüstung. Sie bietet die Belastbarkeit, die man von einem großen Kampfanzug erwarten würde. Ja, ein großer Kampfanzug. Warum ihr das nicht von Anfang an hattet, keine Ahnung. Aber da habt ihr es jetzt. So, ich dachte nämlich so, als Experten-Alien-Killer solltet ihr schon eine ziemlich gute Rüstung von Anfang an haben. Aber nee, irgendwie nicht. Naja, gut, dann halt nicht. So, das könnten wir noch machen, aber... Weißt du was? Eigentlich ist das gerade so... Meh. Die Schattenkammer können wir jetzt nicht mehr verbessern, ne? Dafür haben wir jetzt nicht genug... nicht Schattenkammer, sondern... Wie heißt das? Schattenkammer müssen wir auch mal wieder was erforschen. Genau. Hier können wir nicht verbessern, das ist viel zu teuer. Ne, vielleicht warten wir da auf einen Durchbruch. Aber die Verteidigungsmatrix, komm, die 38 Vorräte. Zack dich. Unsere Energiesysteme arbeiten am Limit. Oh, das... Und haben keine freien Kapazitäten mehr. Okay. So dass wir unsere Einrichtung nicht weiter ausbauen können. Oh, okay. Gut. Okay, das können wir anscheinend nicht mehr verbessern hier. Ah, vielleicht müssen wir hier unten noch ein Energierelais reinklatschen. Können wir ja vielleicht das hier einfach mal ausheben, ne? Freiräumen. Gut. Alien-Trümmer weggeräumt. Geborgene Beute. Oh, wir haben 112 Fu. Oh. Ja, krass, das war dieses Instant-Freiräumen. Ja, wunderbar. Dann bauen wir da ein Energierelais rein. Gut. 1A. Easy peasy. Gar kein Problem. Haben wir auch unsere Avenger jetzt komplett ausgestattet hier. Ja, krass. Nice. Freut mich. So. Was geht, Welt? Was geht? Wir haben eine Information. Wir sollten ein paar Informationen holen. Dazu könnten wir eventuell einfach mal... die gemischte Beute uns hier rallen. Oder wir stellen noch ein paar Kontakte her. Würde natürlich auch gehen. Dann kriegen wir halt viel, viel mehr Vorräte. Sollten vielleicht auch mal langsam mal ein paar Kontakte hier herstellen. So, wir stellen mal Kontakte mit Ostafrika her. Das ist so relativ zentral, wir haben nicht genug Info dafür. Okay, wir müssen ein bisschen auf Info warten. Shit, wir haben gerade viel zu viel ausgegeben. Dann holen wir uns mal die gemischte Beute. Vielleicht ist da ja ein bisschen Info bei. 4 Tage, das werden wir sowieso niemals im Leben zu Ende erforschen können. Also, oder wir könnten auch eine Einrichtung angreifen. Ach, weißt du was? Wir greifen eine Einrichtung an. Elite-Offizier, schwerer Mech, Elite-Purifikator, Sektopod, Elite-Lanzenträger. Wir greifen eine Einrichtung an. Freunde, wir sind gerade auf der Killing Spree. Ich würde sagen, das halten wir einfach mal aufrecht. Denn wir haben ja, also, ne? Warum nicht? Es sind noch 3, also, wir haben da noch 2 Einrichtungen über. Wenn wir die weg haben, ist cool. Kann man mal machen. Oh mein Gott, Leute, wie cool sieht denn bitte hier unser Doom aus? Unser guter Broski. Alter Schwede, guck mal, wie cool. Alter. Wow. Okay. War ich jetzt ein bisschen überrascht. Muss ich gestehen. Hat mich ein bisschen geflasht, wie gut er aussieht. So, das ist eine Alien-Einrichtung. Das heißt, es ist nicht so krass schwierig, aber auch nicht so krass einfach. Wir nehmen mal unseren Spark mit. Ich würde auch ganz gerne mal unsere Seelenklempnerin hier mitnehmen, die gute Granny. Und... Boah. Sve könnte mit, aber auf jeden Fall hier unser Spezialist. Papa, leider zu Hause bleiben. Du hast letztes Mal einen super Job gemacht. Jetzt ist Broski dran. Warte, was? Warum?
Du bist nicht mehr individualisiert. Warum? Hä? Warum bist du nicht mehr individualisiert? Wo ist deine Individualisierung? Dings? Was? Okay. Was soll das? Also bitte. Du bist ja gar nichts mehr. Du bist ja überhaupt gar nicht mehr individualisiert, Bauski. Was soll denn das? Spiel, was hast du getan? Erst musste ich den guten Broski wieder individualisieren und jetzt Bauski. Oh, nicht dein Kack ernst. Pass auf. Das können wir jetzt nochmal eben zusammen machen, okay? Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. So. Als allererstes Helm. Da hattest du diese Atemmaske, zu der ich diese kleine Story hatte, von wegen, dass du die brauchst jetzt, um zu leben. Natürlich eine Frage, wo die denn ist. Ist sie unten bei? Nein. Nein, das ist ein bisschen zu krass. Nein. Einer von Edwin bist du jetzt auch nicht geworden. Nee, Brille auf der Stirn auch nicht. Wo ist denn diese? Da. Okay, genau das war sie. So, als Narben hatte ich einfach nur hier ganz unten die zusammengeflickt, genau. Wunderbar. Augenfarbe natürlich auch ganz wichtig. Die ist natürlich pink geblieben. Gut. Dann wären wir hier eigentlich schon so gut wie fertig. Das Gesicht, das passte eigentlich auch schon ganz gut. Genau, Kopf waren wir fertig. Dann gehen wir mal ganz kurz zum Körper über. Ah, finde ich das cool. Wir haben jetzt das letzte Rüstungsupgrade. So, das geht ja gar nicht. Also ich hatte eben ein bisschen dunkleres Pink gegeben, beziehungsweise ins Violette schon gegangen. Aber wir müssen jetzt mal schauen, wie das hier aussieht. Also, es muss halt schon... Warte mal, das ist die falsche. Es tut mir leid. Ich hab's noch gesehen. Du kriegst natürlich deinen Irokesen, weil du hast keine Haare mehr, theoretisch. Denn du wurdest ja komplett wieder zusammengeflickt. Du brauchst natürlich den Astrohelm mit Feder-Irokesen. Ja, da ist er doch. Guck mal. Habe ich nicht vergessen. Ich wollte nur testen, ob es euch auffällt. Okay. So. Dann darf das auch wieder in dieser Farbe sein. Wunderbar. Rüstungsmuster. Hier hatte ich tatsächlich ein Rüstungsmuster gegeben. Und zwar so eine Schlangenhaut hatte ich dir gegeben. Einfach weil, weiß ich nicht, das finde ich ganz gut für so einen Neubeginn. Dann müsste das hier aber wieder etwas heller sein. Ja, so ungefähr. Okay, wunderbar. Gut, deine Arme. Was gibt's denn hier noch alles? Ja, du bist halt ein Grenadier. Nee, du musst eigentlich schon komplett in deiner Rüstung bleiben. Denn von deinem Körper ist eigentlich nichts mehr über. Du wurdest komplett auseinandergebaut und wieder zusammengesetzt quasi. Du bist jetzt wie Darth Vader irgendwie. Ist tatsächlich ziemlich nah an Darth Vader dran, muss ich sagen. Atemmaske, kurz vor Tod und überhaupt. Okay, Beine. Was gibt's denn hier? Ja, also die Variation ist jetzt nicht mehr ganz so krass. Und warum ist das Feld hier so groß links und so verpixelt auf einmal? Der Hell. Ja, da finde ich das schon mit am Kuchen. Obwohl. Also die hier sind auch ganz schnieke, muss ich sagen. Ist mir ein bisschen zu viel Muster. Wir nehmen das hier mal, okay? So, wir gucken uns aber nochmal ganz kurz den Körper an. Ja, da gibt es hier so ein Spray-Ding drauf. Okay. Ist denn das hier das Richtige für Bauski, ist die Frage. Ich glaube, Bauski macht das hier einfach, weil es das so ein bisschen dunkler wirken lässt. Einfach, weil er ist jetzt nicht der böse Bauski, aber er ist anders. Er ist nicht mehr der gleiche, okay? Er ist nicht mehr der gleiche. So, Tattoo, hattest du keinen? Gut. Ach, jetzt bist du auch auf einmal wieder deutsch, oder was? Hast du dich zurückerinnert? Hä, aber da hinten nicht! Charakterinfo. Nationalität. Spiel. Deutschland, danke. So. Okay, du bist nicht entspannt. Du bist mittlerweile einfach fokussiert. Du hast keinen Bock mehr zu sterben. Kann ich nachvollziehen tatsächlich. Okay, Waffen. Hast du deine Big Bertha denn dabei? Wo kann ich deine Ausrüstung? Das ist nicht Big Bertha. Da ist Big Bertha. Big Bertha, da ist sie ja. Wunderhübsch, wunderhübsch. Okay, hätten wir auch Bauski nochmal ganz kurz erstellt. Ah, da ist er wieder. In seiner ganzen Pracht. Okay. So, wer fehlt denn jetzt noch? Wir bräuchten noch einen Ranger, ne? Haben wir einen Ranger? Oh, wir könnten mich selber mitnehmen als Pistolenscharfschütze. Und jetzt brauchen wir immer noch einen Ranger. Da könnten wir die gute Sphäre mitnehmen. Okay, wir haben jetzt keinen einzigen Colonel dabei. Aber ich denke, das könnten wir trotzdem schaffen. Ich denke, das ist machbar. So, dann rüsten wir uns mal auf. Erstmal können die ganzen Colonels, die letzte Mission mit waren, ihre ganzen Sachen abgeben. Damit wir euch jetzt ausrüsten können.
Du kriegst eine bessere Waffe. Ich weiß gar nicht, warum du die nicht ausgerüstet hast. Verstärkter Rahmen ist auch in Ordnung. Kriegst deine Schredderkanone. Dann bist du fertig. So, du. Oh, oh. Was haben wir denn hier? Oh, oh, bleib einfach und scrollt das so durch. Erhöhte Zielsicherheit plus 20. Magazin wird um 4 erhöht. Der Soldat verfügt beim Schießen über eine Chance von 20%, dass der Schuss in der aktiven Runde keine Aktion kostet. Überragender Schaft. Fehlschüsse fügen dem Ziel immer noch 4 Schaden zu. Taktische, immer noch, ah doch, immer noch Fehlschüsse. Oh mein Gott. Garantiert drin bei Psi-Feinden. Oh, wow, ist das gut. Holy shit. Kann ich das noch verbessern? Ich denke mal nicht, aber nee, Waffenverbesserung leider nicht. Persönliche Kampfstimulation. Du solltest eigentlich Wille kriegen. Das wäre ganz cool für so eine Psi-Granny. Weißt du was? In dieser Folge wird sowieso nicht mehr viel passieren. Wir individualisieren dich auch nochmal ganz kurz. Du bist Abby. Dein Spitzname wird Granny. Und Nachname ist Oma. So. Abby, Oma, ach Gott, ich bin doof. Dein Spitzname ist immer noch Granny, ich werde dich weiter Granny nennen. Und dein Nachname ist Oma. So, Abby, Granny, Oma ist am Start. Großbritannien finde ich auch eigentlich passt ganz gut. So, dann gucken wir mal ganz kurz nervös. Ach, Oma ist unbekümmert. So. Ja, also amerikanisches Englisch passt jetzt eher weniger. Britisches, da haben wir es doch. Ja. Das hört sich schon etwas Oma-artiger an, muss ich sagen. Okay, Kopf. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch groß machen soll. Die Haare sind eigentlich schon perfekt für so eine Oma. Das lassen wir auch mal direkt. Wir könnten mal die Augenfarbe... Ja, obwohl, das passt schon ganz gut zum Psi-Soldaten. Unsere Psi-Oma ist eigentlich perfekt. Da ist das eigentlich perfekt tatsächlich. Spiel. Mensch, du machst es mir echt leicht. Hautfarbe. Nee, das ist Haarfarbe. Nee, weiß, weiß. Das macht dich ja gerade aus. Hautfarbe. Granny, ja, das sieht jetzt... Das wird halt immer mehr wie Mark Zuckerberg, je heller es wird. Oh Gott. Nee, das ist, kann ruhig so relativ normal bleiben. Gibt's denn hier was Oma-artigeres? Nein, das ist eigentlich schon perfekt. Das ist eigentlich sogar schon ziemlich perfekt. Helm oder Kopfbedeckung wird alles nicht passen zu dir. Du bist... Nee, wird alles nicht passen. Lassen wir. Lassen wir. Obere Gesicht. Also, wenn jemand eine Hippie-Brille braucht, dann ja wohl Granny. Ja, die ist auch ganz cool, aber diese Hippie-Brille, das ist einfach perfekt für Granny. Ist einfach, ich könnte natürlich auch hier Mettler-Granny machen. Nee, Granny mit der Brille am Start. Auf jeden Fall. Mann, wie cool. Untere Gesichtsaccessoires. Ja, ich denke mal, das lassen wir auch eher mal weg, ne? Eine Kippe im Mund wäre auch noch ganz cool, aber... Ja, nee. Granny hat schon viel erlebt. Können wir dein Gesicht irgendwie älter machen durch Narben? Das ist halt Bauski. Unter der Maske. Müsst ihr euch mal vorstellen. Ernstes Lächeln. Nee, ganz so krass bist du nicht. Ja, eine Narbe über dem Auge und an der Wange. Ja, so ein, zwei kleine dezente Akzente einfach. Das macht, lässt sich auch etwas älter wirken, muss ich sagen. Ja, gut. Okay. Was haben wir denn bei Körper? Zeig mal her. Hauptrüstungsfarbe. Eigentlich sollte Granny ja grau oder weiß werden. Eigentlich grau wäre ganz gut, ne? Grau-weiß. Sollte nicht allzu modern wirken. So ein frisches, junges, dynamisches Ocker. Das wäre doch was. Ah, so richtig Ocker ist hier nicht dabei, ne? Obwohl, das hier kommt schon ziemlich nah. Ja, weiß ich nicht. Also, die Oberrüstungsphase gefällt mir noch nicht. Die muss ich nochmal abändern. So geht's ja hier nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Das ist einfach, das sieht immer so Bronze aus. Das ist nicht Oma. Weißt du, wenn ich mir meine Oma in so einer Rüstung vorstellen würde, dann wäre das nicht so. Das ist es schon eher. Ja, so ein silbernes. Wenn ich das jetzt dadurch noch ein bisschen Oma-artiger wirken lassen kann, dann wäre ich sehr, sehr froh. Na, nicht so richtig irgendwie. Man, diese zweite Rüstungsfarbe macht halt irgendwie gar nichts aus. Warte mal, ich mach die mal ganz kurz irgendwie. Und gib dir mal kurz andere Beine, denn die sind ja irgendwie merkwürdig. Ja, so. Oma, da haben wir doch mal jetzt hier Beine für dich. Okay, jetzt sehen wir wahrscheinlich auch hier das zweite etwas besser. Jawohl. Okay, aber ich denke, das ist schon eigentlich ganz in Ordnung, dieses... Können auch was Helleres machen. Nee, ich denke, dieses Ockerfarbene ist schon in Ordnung.
Also ein braunisch, ja, so ein Kackestreifen am Bein kann man mal machen. Gut, Rüstungsmuster. Gibt's gehäkelt? Ist die große Frage. Ey, das sieht alles zu sehr nach Action aus. Es würde... Ah, nee. Ich meine, es kann ja auch eine nette Oma sein, ne? Oma ist glücklich. Oma ist glücklich. Ja, das ist einfach... Die ist einfach froh. Froh dabei zu sein. Froh, nochmal in den Krieg ziehen zu dürfen. Wer wäre das nicht? Arme. Ja, also je mehr Rüstung, desto mehr Smileys ist halt das Wichtige hier, ne? Das wäre schon ziemlich cool. Das wäre schon ziemlich, ziemlich cool. Körper. Was haben wir denn hier? Ja, also mehr Sekundärfarbe wäre nicht tatsächlich besser. Das sieht etwas Oma-artiger aus. Ja, das ist gut. Beine hatten wir ja gerade schon. Arm-Tattoos brauchst du nicht. Cool. Und dafür ist auch dieses Psi-Dingsbums. Aha, ich habe mich schon gefragt, warum ich das hier überhaupt gebaut habe und verbessert habe. Das ist deine Hauptwaffe quasi. Okay. Damit ist Abby, Granny, Oma fertig. Die gute Granny. Kann es natürlich auch noch ein bisschen Mobilität und Ausweichen kriegen, aber ich weiß nicht. Ich meine, wir können sie ja mal geben. Wir können ja später immer noch was anderes geben. Du hast doch jetzt schon was. Du hast doch jetzt schon hier ein PKS drinne. Es bleibt mal locker. Okay, damit wäre auch Granny am Start. Tja, coole Sache das. Coole Sache. Ich weiß nicht, wem ich dieses Gewehr geben soll tatsächlich. Vielleicht ist das auf Granny schon ganz gut aufgehoben. Bin ich mir unsicher. Aber wir müssen dir ja sowieso noch ein paar Sachen geben. So, du behältst erstmal das Gewehr. Das hier kannst du auf jeden Fall auch behalten. Ah, guck mal, wir haben eine davon bekommen. Okay, wir können die nicht mehrmals herstellen, sondern wir haben einfach eine bekommen. Okay. Granny. Wie wär's denn mit dem Gedankenschild? So, das passt vielleicht ganz gut in dein Team ganz so rein, ne? Also. Und Granny, du kriegst von mir jetzt auch nur die Stasis-Weste. So. Passt auch ganz gut ins Theme. So, Magnetbolzenwerfer für den guten Broski. Bewacherrüstung ist am Start, darfst du gerne behalten. Dann kriegst du hiervon nichts mit und ein Medikit und vielleicht tatsächlich noch eine Rüstung. Gut. Ah, Broski Reborn. Da bist du, mein Guter, da bist du. Kannst dann auch direkt mal durchstarten mit einer Frostbombe und erstmal einer anderen Rüstung. Erstmal den Exo-Anzug. So, da wird nämlich ein Schuh draus. Okay, dann hätten wir das hier auch alles geklärt. Ja, du bist good to go. So, ich selber kann die Death Gun eigentlich mitnehmen. Ich meine, ist zwar eigentlich, ne? Torms Gewehr. Meine Rüstung gefällt mir gerade nicht so gut. Wo wir gerade beim Individualisieren sind. Hier passiert ja sowieso nicht mehr allzu viel. Da kann ich auch mal ganz kurz, ein Suchgeschoss mir von mir aus geben und, was weiß ich, noch eine Weste. Kann ich mich mal ganz kurz nochmal, durch die neue Rüstung jetzt, muss ich ein paar Farben nochmal umändern. Mobilität plus 2. Ja, warum nicht? Ich hatte noch keine tatsächlich. So, Individualisierung. Körper. Warum ist denn das hier so hell? Die Farbe. Ich wollte ein Weiß. Es gibt echt kein Weiß hier. Ich glaube es nicht. Das ist alles so mega dunkel. Boah, ist das ätzend. Kann ich meinen Körper irgendwie anders machen, damit ich irgendwie... Jawohl. Danke. Und die Arme dann bitte... Auch irgendwie nur so Schulterpolster, finde ich. Das sieht eigentlich auch ziemlich gut aus. Muss ich gestehen. Oh, mit so einem Skelett-Dings da. Perfekt. Gut, dass ich hier nochmal reingeguckt habe. 1A. Damit wäre ich auch nochmal durch. Och, schön sieht das aus. Ich bin echt stolz auf meine Truppe. Mann, ist das schön. Komm, da kommen gleich die Tränen. So, Pulsklinge. Du nimmst diesmal das Daito mit, denn das möchte ich auch ein bisschen weiter erforschen. Haben wir irgendeine bessere Rüstung für dich? Du hättest einen Spinnenanzug noch. Den würde ich eigentlich ganz gerne mir mitgeben. Ich glaube, ich nehme mal selber einen Spinnenanzug mit. Spinnenanzug sieht jetzt nicht mal ganz so cool aus alles, muss ich sagen. Ach, was will man tun? Wer schön sein will, muss leiden. Beziehungsweise wer leiden will, muss schön sein. Oder was auch immer. Ja, dann bist du eigentlich auch noch gut. Mir gefällt auch deine Rüstung. Das ist tatsächlich ganz cool. Sieht sehr, sehr edel aus für die Dame hier. Kann dann auch gerne mal die Giftgeschosse mitnehmen und ein Imitationsgerät, falls alle Stricke reißen. Und dann wären meine Leute ready to go. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge greifen wir die Einrichtung an. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Und wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tüdelü. Ja, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen. Keine Sorge, ihr habt nicht die falsche Folge angemacht. Wir haben die letzte Folge beendet, als die Soldaten ausgerüstet haben. Und ratet mal, welcher Vollidiot vergessen hat, auf Aufnahme zu drücken. Kling, 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 10 Pfeile auf mich. Gut,
Aber wir waren schon wir waren eine Runde weiter quasi. Ich war gerade dabei, die hier wegzuschreddern. Und da hat mein siebter Sinn hat mir gesagt, hey, werf doch mal einen Blick auf den linken Bildschirm, wo ich immer OBS laufen habe, wo ich auch immer sehe, ob ich aufnehme, nehme ich auf. Und was soll ich sagen? Hey, ich habe nicht aufgenommen. Natürlich panisch direkt nach dem Ladepunkt geguckt, aber das hier war der erste aus dieser Mission. Naja, was soll ich sagen? Also, ist jetzt kacke, aber es ist nicht viel passiert. Wir sind noch nicht mal aufgedeckt worden. Wir haben diesen Gegnerpot hier entdeckt und haben entdeckt, dass da vorne drin unser Ziel ist. Da müssen wir das X4 platzieren. Das heißt, ich hoffe, das ist in Ordnung, wenn ich jetzt hier einfach weitermache. Weil sonst müsst ihr jetzt nochmal komplett von vorne die gute Granny erstellen und überhaupt. Und das wollen wir ja nur alle nicht. Das heißt, wir chillen vielleicht erstmal nochmal eine Runde. Granny darf sich gerade nicht bewegen. wir machen erstmal noch ein paar Feldposten. Ich würde sagen, wir machen echt tatsächlich gerade nochmal ein paar Feldposten. Bewegen dich mal da vorne hin. Du, damit du einfach relevant bleibst, kannst du noch ein Stückchen nach vorne gehen. Svä ist hier eigentlich auch ganz gut platziert. Kann auch da einen Feldposten machen. Wir warten nochmal eine Runde. So, mal gucken, ob die wieder jetzt zurückgehen. Letzte Runde habe ich, wie gesagt, hiermit einfach komplett reingeschnetzelt. Aber jetzt warten wir mal. Okay. Und nach dem Reinschnetzeln ist mir halt aufgefallen, hey, ich nehme gar nicht auf. Ja, super. So. Okay, die haben sich reinbewegt. Okay, und da wurde... Ja, da wurde jemand flankiert. Okay, gut, dann dürften sie sich jetzt ein paar Feuerposten einfangen. Die Soldaten sammeln sich anscheinend noch. Hallo? Ja? Ah, okay. Gut, ja, da kannst du in die Richtung rennen, wie du willst. Ihr seid jetzt im Querfeuer. Einfach nur komplettes Querfeuer. Ey, hey, hey, das bin ich. Bauski. Ganz ruhig. Meine Güte. Okay, er ist schon mal fast tot. Wunderbar. Gut, auf ihn müsst ihr nicht mal gehen, denn ich habe ja jetzt Konfrontation. Da kann ich ihn ja ganz easy ausschalten. Wunderbar. Und Granny. Granny mit der Smiley-Rüstung bringt es einfach zu Ende. Wunderbar. Ach, ein Geschütz ist auch noch da. Okay, schön. Hätte ich ja mit rechnen können, dass da auch noch ein Geschütz ist. So. Ich würde ganz gerne mal ausprobieren, was das hier macht alles. Ah, ich kann leider nicht. Okay, ich kann keinen Wahnsinn in einer Mech-Einheit auslösen. Okay, das ist natürlich sinnvoll, tatsächlich. Du kannst einmal nachladen. Svay kann gerne verborgen bleiben. Du. Könntest du eigentlich mal die Rüstung von dem Boy da vorne schreddern? Ja, oder auch nicht. Okay, dann die gute Granny. Hat ja das krasse Gewehr. Könnten wir auch mal eigentlich testen. Ich würde ihn ganz gerne anhitten. Das versuchen wir mal, weil ich ihn mit Konfrontation killen möchte. Das macht schon ganz ordentlich. Hat schon ganz ordentliche Schadenswerte. So, wenn wir ihn jetzt einmal mit blitzschnellen Händen anschießen. Ja, obwohl, da habe ich ein bisschen Angst, er wird das dann am Ende nicht mehr schaffen. Ja, du siehst auch nur ihn. Du könntest ihn einmal anschießen. Das ist ja sowieso eine 100% Trefferchance. Wunderbar, da macht die Konfrontation jetzt zwei Leute weg. Oh je, ich hoffe, er explodiert nicht, weil sonst ist Julian da. Ups. Ja, pass auf, du kannst mit den blitzschnellen Händen auch eigentlich einmal das Ding da vorne einmal anhitten. Warum nicht? Vielleicht macht sie ja den einen Schaden. Ja, hat es gemacht. Okay. Einen Schaden haben oder nicht haben. Warum nicht? So, Konfrontation. Dann wird jetzt einmal losgeschossen. Zack dich. Weg. Zack dich. Weg und explodiert. Zack dich. Ein Schaden. Gut. Hat das Julian jetzt Schaden gemacht? Nein, hat es nicht. Oh, der Explosionsradius ist anscheinend echt sehr, sehr klein. Was ziemlich angenehm ist. So. Dann. Mit zwei könnten wir hier vorne hin und das Geschütz noch ein bisschen angreifen da oben. Vielleicht sollten wir das auch einfach mal tun. Das sollten wir vielleicht einfach mal tun. Weil es muss da oben weg. 72% Trefferchance war nicht genug. Es bewegt sich nicht viel. Aber generell hast du recht. Es lebt noch. Okay. Leben tut es auch nicht. Eigentlich hast du überhaupt gar nicht recht. Mit nichts. Das Geschütz ballert mich an und macht zwei Schaden. Hey, die Gegner können auch streifen. Kriegt aber natürlich die absolute Pistole zurück und wieder mit einem Schaden. Freundchen, du hast jetzt schon drei Schaden von mir kassiert. Machst dir langsam in die Beine. Granny, gönn dir. Warum nicht? Wir ballern jetzt erstmal das Geschütz da oben nieder. So. Bonusaktion, Stecher. Ja, gerne, dann baller das Geschütz doch mal direkt tot. Cool. Geile Aktion. Okay, dann ist jetzt Zeit zum Nachladen. Wir haben gerade keine Feinde mehr. Das heißt, einmal alle nachladen und chillen. So. Ach, komm, jetzt hack dich mal nicht so.
Ja, eigentlich gefällt mir die Position von den Soldaten ganz gut. Ich warte nochmal diese Runde. Vielleicht kommt ja jemand reingelaufen von hier links. Nee, keiner. Okay, dann können wir einfach mal langsam nach hier vorne ran. Denn da vorne ist ja unser Ziel. Gut, wunderbar. Ist hier irgendwo eine Tür? Da vorne ist eine Tür. Da vorne könnten wir dann auch rein. Tatsächlich, wir warten aber nochmal eine Runde und schicken unsere Leute nach und nach hier dran. Oh oh. Oh, wow. Okay. Das ist tatsächlich gar nicht ganz so gut. Einen haben wir gerade sprinten lassen und einer hat einen Feldposten. Oh oh. Ach du Kacke. Oh je. Oh boy. Granny, Stasis, kannst du das Ding in Stasis versetzen eigentlich? Oh, kannst du? Das sollten wir vielleicht... Oh, Hilfe, Hicks ab. Das sollten wir vielleicht später mal machen. Die Schredderkanone sollten wir auf das Ding auch machen. Vielleicht sollten wir auch... Oder wir boxen hier einen von denen einfach mal weg. Ich glaube, wir boxen ihn mal. Da habe ich gerade Bock drauf. Einfach wegboxen. Die beiden machen wir weg und den großen Mech machen wir in Stasis. Gestreift. Ach, komm schon. Ah. Mann, ey. So, immerhin sehe ich ihn da vorne noch. Hab aber never ever genug, um ihn wegzumachen. Hier oben sehe ich auch noch alle drei. So, könnte ich eigentlich mal nach oben gehen. Bin ich mal gespannt, was ich für eine Trefferchance auf dem Lanzenträger hier unten habe. Denn den würde ich ganz gerne töten. Ich sehe nur noch ihn. Zielverschau, du hast mich wieder angelogen. Danke dafür. Wir könnten eigentlich auch hier eine... Ach Mensch, jetzt habe ich ihn in den Weg gestellt hier. Ach verdammt. Kacke. Sollen wir es trotzdem machen? Nee. Ach wie dumm, jetzt habe ich ihn da... Ja, ich würde ganz gerne halt die vorne töten. So, wir gehen mit dem Raketenwerfer jetzt einfach mal... Einfach mal hier ran. Oh mein Gott, ich hoffe, ich mache das Dach da oben nicht kaputt. Ich stehe da nämlich drüber. Oh oh. Okay, das sieht gut aus. Ich stehe da oben noch. Ja. Ja, ich stehe da noch ziemlich gut. Das Dach fällt zwar gleich zusammen, aber alles gut. So, Granny wird ihn gleich in Stasis nehmen. Das heißt, ich selber... Ja gut, ich kann jetzt hier halt echt nicht mehr viel machen. Dann laufe ich halt wieder vom Dach runter. Kacke. Kacke, ich dachte, ich könnte hier mit zwei Pistolenschüssen einfach ran, aber nee. Nichts ran. Ja, dann baller mal auf den Purifikator, mein guter Bauski. Ja, ich meine, du wurdest erst neulich wieder zusammengenäht, also... Ich will es dir nicht verzeihen, aber es ist halt schon eine ganz gute Ausrede. Ich selber... kann halt einfach mal... Ich schieße mal auf ihn hier vorne. Ich meine, das bringt sowieso nichts, ich kann keinen von denen töten. Oh, viel Schaden, ein bisschen oranges Blut hinter ihm. Schon ganz in Ordnung. So, Stasis. Auf ihn. Ja, hat auch hundertprozentige Sicherheit hier. Gut. Gut. Granny, das machst du wunderschön. Oh, cool. Okay, ist jetzt im Ei drin. Oh, das kostet nur eine Aktion? Ach, hätte ich das mal gewusst. Dann gehst du ein Schrittchen weiter, damit du in der nächsten Runde sinnvoll bist. Dann kannst du nämlich die anderen sehen. Okay, cool. Ach stimmt, du hast ja auch einen Feldposten. Du bist ja vorhin gespurt. Das heißt, ich hoffe, ihr bewegt euch. Aber ich wüsste nicht, warum. Denn ihr habt nur einen Zug. Sag ich mal. Wem machst du Feuer in den Hintern? Zwei. Okay. Oh, das könnte ein wichtiger Feldposten werden, Broski. Ach, shit. Es bewegt sich noch. Shit. Das war einfach ein One-Shot? Das war ein One-Shot. Ich meine, Gott sei Dank verblute ich nur, aber holy shit. Okay, da müssen wir uns definitiv später drum kümmern. Aber erstmal müssen wir uns um das Ding da vorne kümmern. Und am besten sollten wir dafür erstmal die Rüstung schreddern. Und ihr beide steht da gerade so wunderschön in einer Reihe. Da kann ich gar nicht anders als... Och, ich kann euch beide treffen. Sonst auch keiner im Visier. Nee, du wirst tatsächlich davon nicht getroffen. Ihr beide da? Nee. Sieht nicht so aus, als würde sie getroffen werden. Du bist nicht rot markiert, also glaube ich dem Spiel das einfach mal. Ob das so eine gute Wahl ist, weiß ich nicht. Aber er guckt doch gar nicht hin, wo er hinschießt. What the hell? Okay, es hat aber funktioniert. Eine Rüstung geschreddert immerhin. War jetzt nicht ganz so krass, wie ich dachte. Gut. Dann
Bist du auch noch im Explosionsradius? Nein. Ist das eigentlich perfekt? Er stirbt, ihm schreddern wir die Rüstung weg. Sieht perfekt aus. Sieht echt ziemlich gut aus. Ich glaube, den Mech können wir diese Runde töten. Megakracher, what the hell? Megakracher, und weißt du was? Das können wir einfach direkt nochmal machen. Wir ballern ihn einfach direkt nochmal ab. Das ist so das Beste, was wir machen können. Einfach, nein. Ich wollte, hier, da. Obwohl, was ist das denn für eine... Du schredderst ja auch Rüstung mit deinen normalen Angriffen. Das heißt, wir heben uns nochmal eine Granate auf, denn 76 ist eine gute Trefferchance. Und das macht der gute Broski auch. Nicht Broski, sondern Bowski. Oh, jetzt komme ich damit schon durcheinander. Shit. Gut. Wir sollten eventuell einfach jetzt draufballern. Denn nicht mit Schwertangriff hingehen, weil das Ding explodiert ja, erfahrungsgemäß. Zack dich. Wir hätten auch vielleicht mit dir erst irgendwie in Deckung gehen können, aber... Naja. Granny, was sagst du zu der ganzen Sache? Erzähl doch mal. Ja, das sehe ich auch so. Boom. Wunderbar. Ja, dann können wir mal ganz kurz mich selber stabilisieren. Das bin ich tatsächlich ein großer Fan von, mich selber zu stabilisieren. So. Wunderbar, schön. Jetzt bin ich nur noch bewusstlos. Was ja erstmal ganz angenehm ist. Jetzt könnte ich mich heilen. Ja. Könnten wir auch mal ganz gut machen. Kann ich dann mich schon wieder bewegen? Weil da ist so ein Typ und den würde ich ganz gerne töten. Tatsächlich. Nee. Gut, schade. Dann darf der Edwin-Lanzenträger nochmal ein bisschen rumrennen und... Wen greifst du an? Nicht dein Ernst. Ja, das Leben und der Tod des Edwin-Lanzenträgers. Tschüss, mein Guter. Ja, du wirst gleich geröstet. Jetzt kack dich mal nicht ein hier. Andere Leute haben schlimmer. Ich bin da vorne am Verbluten. Oder jetzt nicht mehr. Jetzt liege ich da einfach nur noch und... Weiß ich nicht. Genieße die Aussicht oder was weiß ich. Ja, ich denke mal, diese Runde können wir einfach alle mal ein bisschen nachladen. Und wir, ja, revitalisieren mich einfach mal, damit ich wieder dabei bin. Ist ja mal eine ganz nette Aktion. So, Sway kann sich einmal hier die Beute schnappen. Zack, dich mal schauen, was der Boy hier so fallen gelassen hat. Illyriumkern überragende Schaft und noch ein Illyriumkern. Oh. Ja, das ist tatsächlich ziemlich nett. So, jetzt gehst du mal da vorne dran. Ah, das sollte eher ein Spezialist machen. Das heißt, da schicken wir gleich mal lieber den Boy hier vorne hin. Den guten Broski. Aber erstmal gehen wir mit unseren Leuten hier allen ran. Du darfst dich gerne selber einmal heilen. Ich möchte wissen, wie viel das heilt. Kriegst sogar eine Action Cam dabei. Schön. Und es heilt mindestens 3. Okay. Vielleicht heilt es ja mehr, wenn ich weniger Gesundheit habe. Okay, ich bin auch wieder da. Schön. Schön, wieder da zu sein. Dann, stelle ich mich mal hier ans Fenster oder so. Weiß ich nicht. Julian darf auch mal einen Feldposten machen. Und ich auch. Ach, das ist eine Tür, kein Fenster. Ja, gut. Wie viele Aliens sind denn jetzt noch hier? Du sprintest erstmal gleich hier neben. Das wäre kein Stückchen weggehen. So, jetzt sprintst du dahin und hackst das einmal. Und Sval wollte eigentlich nachladen, aber ich habe mich verklickt. Verdammt. Der Mech kennt hier wieder Umwege, aber ist ja... Man kennt's ja, ne? Oh nein! Nein, ich hab's gesehen. Ich hab ihn gesehen. Ihr könnt mich nicht verarschen. Ach nein, da vorne ist so ein... Oh, Kacke. Und wir haben Coda nicht dabei. Oh, shit. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir hacken das Ding gleich und dann verpissen wir uns hier, aber maximal. Oh, da ist so ein Alien, da ist dieser Archon. Oh boy. Wir gehen alle in Deckung, machen Feldposten und dann brennt hier aber gleich die Hütte, wenn er hier zu uns läuft. Bitte komm nicht zu uns. Ich möchte das Ding jetzt hacken und mich ganz schnell verpissen, denn wir haben Coda nicht dabei und Coda ist unsere Waffe gegen so ein Ding. Ach, das ist nicht zum Hacken, das ist nur zum X4 platzieren, ich Vollidiot. Ha, egal, macht er auch ganz schön. Oh je. Ja. Status bestätigt. X4-Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Ja, Evakuierungspunkt machen wir so weit wie möglich von dem Typen weg. Gut, dass der aufgedeckt wurde. Oh boy, okay. Weg mit dir. Weg mit dir. Kommen wir alle weg? Ja, das freut mich, dass du dich freust. Granny kommt da auch noch rein.
Und du kommst da tatsächlich auch noch rein. So, ich selber bin auch, wir sind alle drin. Ja, dann haben wir es geschafft. Ohne dem Boy zu begegnen. Ein Traum. Ja, du auch, bitte weg. Du auch. Und alle evakuieren. Es sollte eine alle evakuieren Taste geben, aber irgendwie, ja, gibt's sie nicht. Naja, mit Tab und 3 kommt man ja da ganz gut durch. Gut, haben wir es geschafft. Puh, das hätte nochmal brenzlig werden können. Ach du Kacke. Ja, Mensch. Ja, durch den Aufnahmefehler am Anfang ging die Folge jetzt nur 15 Minuten. Oh Mensch. Ausgezeichnet. 2 verwundete Soldaten. Ja, ja. War nicht exzellent gespielt, aber es waren noch keine Kernels dabei. Wartungsarbeiten. Ich glaube, die Bude, da kriegt ihr nicht mehr heil. Ich glaube, die ist weg. Ich glaube, die ist echt komplett RIP. So, kommt da raus, meine Freunde. Meine bunte, alte, junge Mischung. 11 Tage ist der Mac verwundet. Aber den kann ich ja früher wieder mitnehmen. Ich bin 9 Tage. Großer Zusammenhalt zwischen Granny und Bowski. Gut. Gut, gut. Das war in Ordnung. Illyrium-Kerne 2 und einen überragenden Schaft. Das ist schön. Die Truppen haben sich gut geschlagen. Avatar um 1 reduziert. Die Zerstörung angenehm. Wird die der Aliens beim Avatar-Projekt verlangsamen. Angst vor Archons. Ach komm schon. Zeit für den Aufbau der Widerstandsbewegung geben. Ja, schön, schön gesagt. Ich habe dir auch komplett voll zugehört. Ja, negative Eigenschaft. Kann ich die in der Krankenstation wegmachen? Nee, das zählt quasi nicht so als negative Eigenschaft. Schade. Hm. Okay, da draußen fährt es mal ein Tattoo daher. Gut. Ja, dann können wir eigentlich jetzt noch ein bisschen hier rumplänkeln auf der Karte. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Können wir ja ganz entspannt hier nochmal gucken. So, erstmal Avatar-Projekt. Zack, einen reduziert. Easy peasy. Die verdeckte Mission, die gerade läuft. Oh Gott. Zum Ort des Vergeltungsschlags. Oh boy. Ja, da gehen wir nochmal direkt hin. Ja. Shit. Ja. Hallöchen. Hallöchen. Oh je. Obwohl, weißt du was, in der letzten Folge hatten wir ja keine Mission. Vielleicht schneide ich die dann auch einfach direkt da dran. Das wäre vielleicht gar nicht so blöd. Pass auf, da mache ich jetzt hier die Folge weg. Und dann machen wir jetzt auf zum Vergeltungsschlag in der nächsten Folge. Und die schneide ich an die letzte noch dran. So machen wir das. Okay, vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Und bis zum nächsten Mal. Tüdelü.